Hey, Sion Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu mit Let's Play Mario Galaxy. Ja, wieso sind wir hier wieder auf der Terrasse? Terrasse, das hieß doch Terrasse, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ganz einfach, weil wir uns um Luigi kümmern. Ich bin mal überall durchgegangen, um zu gucken, was man machen könnte. Und da habe ich gesehen, oh, hier gibt es ja noch einen geheimen Stern. Habe ich mich daran erinnert, ja, Luigi muss doch noch hier irgendwo sein. Also wollen wir Luigi mal suchen gehen. Ich weiß nur, dass der in der Nähe eines Brunnens sein soll. Wo genau das oder genau der Brunnen war, das weiß ich jetzt allerdings nicht mehr, da das schon viel zu lange her ist, seit ich hier war. Aber ich glaube, das war ein bisschen weiter oben. Hier, da, glaube ich. Ich hoffe, das konnte man jetzt auf der Schnelle sehen. Hier oben, meine ich. So, worum ging es hier nochmal bei den Bienen? Ich weiß es einfach nicht mehr. Wie kann man da nochmal hoch? Hier, was war das? Ach ja, Bienen. Hier muss ich Bienenkräfte benutzen. Bienen fleißig sein, gut. Was heißt, Kamera? Danke. Hier ist Bienen-Dingens. Boah, ich habe das Geräusch gar nicht vermisst. So, ho. So, wum. Ne, da komme ich so nicht hoch. Wow. Okay. Ha. Überlegen. Da oben muss der sein, schätze ich mal. Doch von da drüben könnte ich versuchen. Wow! Elendes Mistviech, na toll. Das Teil hat mich erschreckt. Jetzt wäre ich da fast runtergerutscht, aber was ist mit der Pflanze los? Die leuchtet, die Pflanze. Hat das irgendwas zu bedeuten? Na egal. Vielleicht von da drüben? Ja, wir gucken einfach mal von da drüben. Vielleicht bringt uns das ja was. Boah, knappe Sache, knappe Kiste hier. So. Ja, wir kommen sogar hier hoch. Sehr schön. So, aber ich will ein anderes hoch. Dieses Hoch kann ich nicht so ganz gebrauchen hier. Das kann man doch bestimmt einstampfen. Das sieht schon so aus. Ja, und es bringt mir nur ein paar Sternteile. Ne, da kommt man nicht hoch. Vielleicht. Hä? Kann der denn. Ne, kann er nicht. Okay, jetzt ist er oben. So, aber dieses oben ist doch nicht oben genug. Bumm. Sternteile. Das gefällt mir, so viele Sternteile. Und hier oben ist Luigi. Hä, wie komme ich denn zu denen? Machen wir es einfach mal so. So. So geht's. Ja, komm. Bruderherz. Ist der Riesenkäfer weg? Dann lass uns den Powerstern nehmen und nichts wie weg von hier. So. Unser 61. Powerstern. Luigi ist mal wieder befreit. Ja, komm, ich springe auf seinen Kopf und dann ist gut. It's me, Luigi. Ja, schon klar. Es ist ein Ich. It's a me. Es ist ein Ich. Was für ein Kopf? Na egal. Das ist schon richtig so. 1053 Sterne speichern. Ja, wie immer. So, gibt's hier was Neues? Mal gucken.
Nö, hier scheint es nichts Neues zu geben. Gut, ich hatte mir aber was anderes ausgedacht, was wir jetzt machen können. Und Entschuldigung. Und dazu müssen wir zurück ins Schlafzimmer. Moment, ich gehe den Weg, der müsste kürzer sein. Wow. Okay, sehr viel kürzer. Denn hier ist schon das Schlafzimmer. Wir gehen jetzt nochmal zurück in die Sandwüsten-Irgendwas-Galaxie. Und da haben wir nämlich noch einen grünen Stern und einen geheimen Stern. Und um die beiden Sterne wollen wir uns jetzt mal kümmern. Ja, komm. Danke. Tutu. Bam, 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 bam. Jenseits des endlosen Treibsands. Oh, Riesenfall in der Wüste. Komm, machen wir die Riesenfall in der Wüste. Nö. Naja, eigentlich will ich die jetzt schon wieder nicht machen, nach dem, was ich da gesehen habe. Yes. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, wo hier der geheime Stern sein soll. Vielleicht hat das ja was mit der Münze da zu tun. Nee, hat's nicht. Das hat es eindeutig nicht. Der Gockel nervt mich. Mir egal, ich komme nicht an die Homo-Power dran. So, hoch da. So, überlegen, wo könnte der geheime Stern wohl sein? Irgendwie hier wäre es hier am sinnigsten, oder nicht? Da kann ich ja nicht runter. Bumm. Da passiert nichts. Ah. Aber in dieser komischen Glaskuppel kann er ja nicht sein. Das wäre Schwachsinn. Runtergucken. Hier. Bumm. Ah, nein, nein, nein. Da ist noch einer. Ha! Dem seine Knochen schweben in der Luft. Auch sehr schön. Hier irgendwo war eine Kiste. Eine Truhe. So viel weiß ich noch. Ich meine, die war aber hier. Irgendwo. Genau. So, jetzt muss ich... Ha, den habe ich noch gekriegt. Gut, dann weiß ich jetzt auch, wo ich landen muss. Das heißt, ich muss hier hin. Warten auf den Stern, auf das Sternteil-Dingens da. Gut. Und jetzt? Hier war irgendein... Genau, hier war das. Hopp, hopp, hopp. Und oben fährt hin auf Galopp. Ich schätze mal, dass der hier sein muss, der Stern. Um. Das war nicht geplant. Ich muss irgendwas hier mit diesen Dingern machen, bestimmt. So, mal gucken, ob ich den da drauf ballern kann. Ach, komm. Nein, so war das nicht geplant. Oh, ich wette, das funktioniert. Moment, was war das? Was war das jetzt gerade für ein Dingen?
Ich wette, da muss ich drauf stampfen. Boah, diese Teile regen mich irgendwie auf. Wir laufen im Kreis. Was für ein Scheiß. Wo ist der komische Flock, den ich gerade hatte? Ja, komm. Komm, komm. Ein Sternring. Dann nehmen wir jetzt mal den Sternring. Mal gucken, wo der uns hinbringt. Was ist das? Eine Kanone. Was soll ich mit der Kanone anfangen? Das verrät mir keiner. Warten wir einfach mal, was passiert hier. Was hier... Wow! Ein Super Mario Stern. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, was ich... Oh, das kann übel werden. Wenn das weiß, was ich jetzt glaube. So. Das... Oh, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich muss mir so einen Bullet Bill holen. Und hier drauf und den Bullet Bill so lange auf mich aggro machen. Ja, wie soll das denn gehen? Wie im drei... Teufelsnamen soll das funktionieren? Ja, komm. Runter hier. Ha. Halt die Schnauze. Das funktioniert doch gar nicht. Ha? Was willst du? Ja, ich springe auf einem Koopa nach, auf einen Drybone nach dem anderen drauf. Ha? Ich kapier's noch nicht so ganz. Wie muss ich das angehen? Wie muss ich das jetzt angehen? Ich kann ja nicht einfach da... Hä? Ich habe eine Idee, aber ob das funktioniert? Ich müsste dafür erstmal die ganze Koopa da runterholen. Okay, das kann jetzt eine sehr knappe Aktion werden. Vor allem, wenn der Bullet Bill mir genau jetzt folgt. Mal gucken, ob ich die alle aggro auf mich kriege. Na komm, werdet aggro! Ich habe eine ganze Koopa Drybone Armee hinter mir. So, aber ich sehe, dass ich hier an der Stelle auch schon wieder Schluss machen muss. Ach, ich muss mich hier jetzt ein bisschen konzentrieren. Naja, ihr seht ja selber, wieso ich mich hier konzentrieren muss. Also, das war euer Keanu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.